Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch die neue Version vom GIF Castle Friends Glitch zeigen. Ja, ist mal wieder soweit. Rockstar Games hat heute mal wieder den GIF Castle Friends gepatcht, aber es gibt auf jeden Fall direkt schon wieder ein Workaround. Ja, ihr müsst euch auch wieder nicht verglitchen. Das heißt, den Glitching könnt ihr auch überall auf der Map machen. Ja, ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe eines Freundes. Ihr und euer Freund braucht die MOC. Stellt die MOC am besten so nah wie möglich aneinander. Ja, das Auto, was ihr von eurem Freund bekommt, sollte auch möglichst nah an seiner MOC dran stehen. Ebenso braucht ihr eine Sanchez hinter der MOC drin. Die Sanchez findet ihr unter Southern San Andreas für 7000 GTA-Dollar. Und ja, ebenso braucht ihr halt noch ein Auto, was eine möglichst flache Motorhaube habt, wo ihr dann mit der Sanchez drauf fahren könnt. Und ja, wenn ihr soweit alles vorbereitet habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Geht einfach mal in eure MOC rein. Geht dann auf Eintreten mit nahen Freunden und Crew. Euer Freund soll dann in die Franklin-Meldung reingehen, damit er nicht in die MOC reingezogen wird. Steigt dann einmal auf die Sanchez auf und fahrt dann einmal aus die MOC raus. So seid ihr dann draußen angekommen. Dann parkt einmal die Sanchez und dann ja, kommt jetzt das Auto ins Spiel. Wir parken einmal das Auto. Ihr müsst es einmal so parken wie hier in meinem Video, so dass wir dann mit der Sanchez dann auf die Motorhaube drauf fahren können. So, wunderbar, das Auto ist jetzt geparkt. So, dann steigen wir jetzt wieder auf die Sanchez auf. So, und dann fahren wir mit der Sanchez einmal oben auf die Motorhaube drauf. So, seid ihr dann oben drauf, drückt ihr Steuerkreuz nach rechts. Wenn ihr den schwarzen Bildschirm bekommt, drückt ihr sofort das Interaktionsmenü. Lasst das Interaktionsmenü einfach offen. Dann geht ihr einfach zu dem Auto, was ihr euch ziehen wollt von eurem Freund. Und sobald ihr in das Auto eingestiegen seid, geht euer Freund einfach zu seiner MOC hin und geht dann in seine MOC rein und drückt dann auf Eintreten mit nahen Crewen und Freund. So hat er das gemacht. Werdet ihr sehen, dass wir jetzt mit dem Auto in unsere MOC landen. Das ist auf jeden Fall perfekt. So, aus dieser MOC kommen wir aber so jetzt nicht raus. Das heißt, unser Freund muss uns jetzt einmal eine Einladung schicken in seine MOC. Den nehmen wir dann einmal an. So, sind wir in seiner MOC angekommen. Dann können wir die MOC auch ganz einfach verlassen. So, als nächstes müsst ihr jetzt einfach nur noch das persönliche Fahrzeug einlagern. Dann verschwindet auch die Sanchez. Dann wird die Sanchez gelöscht und ihr habt dann das Auto, persönliches Fahrzeug einlagern. Dann geht ihr auf Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale, persönliches Fahrzeug anfordern. Und dann warten wir jetzt einmal, bis das Fahrzeug ankommt und dann werdet ihr sehen, dass es jetzt das neue Fahrzeug ist, was ich mir gerade gezogen habe. Und die Leute, ihr seht, hier steht auf jeden Fall die Kokette, die ich mir gerade von meinem Freund gezogen habe und da steht das Auto von meinem Freund. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.